Habt ihr ein Spiel oder eine App, die ihr gerne spielt? Und habt ihr euch schon mal gefragt, wie man sowas eigentlich programmiert? Wir haben uns eine App und eine Webseite angeschaut, auf der ihr genau das ausprobieren könnt. Scratch ist eine Programmiersprache extra für euch. Das heißt, es stehen euch schon viele Codes als fertige Befehle zur Verfügung, mit denen ihr dann direkt loslegen könnt. Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt eine animierte Geschichte oder ein Märchen erzählen. Viele Kinder haben aber auch schon ein eigenes Spiel oder ein Quiz erstellt. Habt ihr Lust, es auszuprobieren? Hier auf der rechten Seite gebt ihr die eigentlichen Befehle ein. In der mittleren Spalte, da befinden sich die Werkzeuge, also die Programmierbefehle. Diese Befehle einfach auswählen und sie so anordnen, wie ihr es gerne haben möchtet. Das funktioniert ein bisschen so wie beim Puzzeln. Ihr ordnet die Blöcke nur untereinander an. Im linken Feld seht ihr dann, wie sich zum Beispiel eure Figur bewegt. Ich zeige euch das mal an einem kurzen Beispiel mit Robo. Dazu suche ich mir erst einmal einen schönen Hintergrund aus, auf dem ich Robo tanzen lassen möchte. Hier stehen euch viele Bilder zur Verfügung, die ihr verwenden könnt. Oder ihr ladet euer eigenes Bild herunter. Robo tanzt heute in der Wüste. Jetzt noch kurz Robo hochladen und schon erscheint er im Bild. Positionieren und dann kann das mit den Befehlen auch schon losgehen. Ich möchte Robo heute tanzen lassen. Dazu befehle ich ihm 10 Schritte vorzugehen, füge einen kurzen Klang eines Schlagzeuginstrumentes hinzu und dann geht Robo 10 Schritte wieder zurück. Das Ganze soll Robo 10-mal wiederholen. Das Schlagzeug nicht vergessen. Und schon ist eine Bewegung fertig. Nun möchte ich aber, dass Robo vor dem Tanz noch etwas sagt. Also Befehl eingeben und weiter geht's. Dieses Symbol ist sehr wichtig. Wenn ihr diese Fahne anklickt, dann geht die Bewegung los. Klänge könnt ihr übrigens auch hier einfügen. Hört sie euch doch einmal an und dann könnt ihr entscheiden, welche ihr verwenden möchtet. Nun lasse ich die Befehle einmal abspielen. Robo tanzt den Robotertanz. Übrigens könnt ihr sie auch jederzeit verschieben und anders anordnen, wie ihr möchtet. Zum Beispiel so. Es gibt noch viele weitere Funktionen, die ihr hier oben entdecken könnt. An der rechten Seite in der Schritt-für-Schritt-Anleitung findet ihr auch viele Tipps, die es sich anzuschauen lohnt. Geht doch mal auf Entdeckungsreise, was es bei Scratch so alles gibt. An alle anderen, bleibt dran, fragt Erwachsene oder andere Kinder, die das Programm schon richtig gut kennen, ruhig Löcher in den Bauch. Scratch ist kostenlos und nutzen könnt ihr es ab ungefähr 8 Jahren. Für jüngere Kinder, kennt ihr schon Lightbot Junior? Diese App stellt euch Julia jetzt vor. Anders als bei Scratch, wo ihr bestimmt, welche Bewegung eure Figur machen soll und in welche Richtung es geht, gilt es bei Lightbot Junior, das Männlein mit den richtigen Befehlen durch den Parcours zu bewegen. Auch hier reiht ihr einfach die verschiedenen fertigen Codes aneinander. Das Männlein macht genau das, was ihr vorgebt. Nach und nach wird es etwas schwieriger. Ihr lernt zum Beispiel, wie ihr Prozeduren und Schleifen macht, sodass Befehle oder Kommandos abgekürzt werden können und das Männchen immer wieder die Bewegung wiederholt. Wenn es etwas zu schwierig wird, dann macht doch einfach einen Schritt nach dem anderen. Es gibt die App für iOS und Android und sie kostet 3,49 Euro oder 2,29 Euro. Wenn sie euch gefällt, dann schaut sie mit euren Eltern im Elternbereich an. Übrigens, wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen Bildern seid, die ihr auch verwenden dürft, dann schaut euch doch mal finddasbild.de an. Oder ihr fotografiert selbst. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Ton an, Video ab, bei ClickTipsNet.